Hallo Leute und willkommen zurück. As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill the men and the dogs will grow until it consumes everything that you are. My emotion is out of the soul without no name. I had no tears. He said I was a great warrior. Coyote man. Unequaled by any other pale-faced warrior. Or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart and an echo of das sieht ja mal gar nicht gut aus. Deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. Denn das and indeed, his warriors Oops. Surrounded me Shit. And attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Denn das Problem, Leute, das ist, das kann... Moment. Das Ganze, also ich schätze mal, die nächsten 4 bis 5 Parts, die jetzt kommen werden, das hatte ich alles schon einmal gemacht, nur leider hat die Technik da versagt. Das heißt, das Aufnahmeprogramm hat nicht alles aufgezeichnet. Immer nur teilweise. Und das ist sehr blöd. Zack. War's das? Nö. Den haben wir auch noch was. Autsch, autsch, autsch. Und da sind wir doch gleich mal wieder tot. Ups. Oh Mann. Nochmal. Das gibt's doch gar nicht. Wie viel halten die anderen? Oh, das ist nicht mehr normal. Och nö. So geht das also auch nicht. Mal schauen. Den treffe ich direkt mal wieder nicht. So. Zack. Okay, Vorsicht. Waren das jetzt alle oder kommen jetzt noch mehr? Wow. Irgendwo ist noch einer, da. Ich schwöre, es gab keinen Ausweg aus der Falle, doch plötzlich war einer da, wie ein Wunder. Platsch. Okay, jetzt haben wir also eine Treppe. Suche in den Höhlen nach Grauer Wolf. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was Whoa. Going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. Na gut. Whoa! Hui, das war enger als mir lieb war. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo jumbo.
Mumbo Jumbo is right. Are you making this all up as you go? Dann werden wir noch mal den alten Indianerhäuptlinger fangen. Autsch. Über den Baum, so. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least three or four. Well, more than that, a little later. Und wir haben ja Munition für unsere Waffen. Das gefällt mir. Mal eben schnell nachladen. Heieiei, okay, und weiter geht's. Wir werden diesen alten Indianerhäuptling schon noch finden. Du Penner, du da oben, ey. Die verstecken sich ja alle so gut, da muss man richtig aufpassen. Ups. Durchatmen, wir nehmen mal eben das Gewehr. Okay. Ja, und ihr seht, ich kriege ja auch gerade keine Erfahrungspunkte. Weil ich das Ganze ja schon einmal gemacht hatte. And wouldn't you know it? That crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches around. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Hey, come on, tell us how it ended. All right, but I'm not going to drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Ich weiß, wo wir gleich sind. Wir sind gleich tot. Ja, genau. You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of okay, irgendwo ist hier einer und ich weiß nicht wo. Ich sehe hier auch nichts. Ah, da oben. Okay. Da ist noch einer. Wow. Igitt. So nicht. Au. Was war das? Oh. Meine Güte, sorry, dass ich gerade so ruhig war, aber das war echt. Boah. Da haben wir das noch einer, der nicht mehr leben will. Okay. Aber wo wurde ich denn jetzt gerade abgeschossen? Ist doch keiner mehr. Da steht noch einer.
And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. Na schön. Ergreife Dauerwolf. I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. But it was like that some bitch disappeared into thin air. Weg war er. Ist ja geil. Verwandelte ich direkt einfach meinen Wolf. Der graue Wolf wird ein grauer Wolf. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. Okay. Fortfahren. Yep, und jetzt hier, wie gesagt, ich hatte das schon gemacht. Muss ich mal eben gucken, wo ich hin muss. Das hatten wir gerade, dann kommt jetzt das hier. Die Dalton-Brüder. Ihr werdet ja merken, wo ich... Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem malleable. Like how those dime novels make you out to be something you're not. Halt dargestellt wird. Jack, don't be starting trouble. Bloß kein Ärger. No, he's right. Nein, er hat recht. Dort wird oft übertrieben. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Augen mit angesehen. Episode 6, die Dalton-Brüders. Die Daltons waren Sheriffs gewesen, bevor sie vom rechten Weg abkamen und Banden und Schulen in der Stadt ausrauben, bis sie zur Sache Coffville. Ich gehörte zu denen, die an dem Tag zu Waffen waren. Auf der Seite des Gesetzes? Ich gab mein Bestes, Sir. Wir alle. Grauer Wolf, der mit Simon der Apachen gab Sallis eine mysteriöse Warnung mit auf dem Weg und wies ihn an, sich nicht von Verbrechern zu irgendwie... Ach, Mann. Okay. Kopfschuss bringen die meisten Punkte. Ja, ja, aber da ich das jetzt auch schon alles einmal gemacht hatte, werden wir auch hier keine Punkte dazu kriegen. Ist das doof. One of my friends was a local gunsmith. Ach, einer von uns. And he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. Nehmen wir mal ein Gewehr. Two banks on the same damn street. Story was Bob Dalton's girl was always riding about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. The bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Right. It's always the woman's fault. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Suck. Dann schauen wir uns doch hier in der Bank mal um, was haben wir hier? Munition, okay. Da kann ich durch. Mal gucken, ob hier noch was ist. Nein, kann ich hier auch durch? Nö. Gut. Also, brechen wir die nächste Tür auf. Paff. The brothers paid dearly for their stupidity. Kam, die Brüder teuer zu stehen, aber sie hatten es verdient. They had it coming. There's more to it than that. Das war längst nicht alles. Ich habe alles über diesen Tag gelesen und weiß genau, dass es ganz anders war. Erstens war es Mittag. Eine Truppe US-Marshals hatte sie auf den Dächern der Bank gesichtet. The lawmen have been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. This man had no intention of letting the Daltons slip away. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. You just gotta wait for some bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. Am geschicktesten runter. Moment. Ach, ich hüpfe einfach hier runter. Es wird schon gehen. Oh! Ging nicht. Ups.
Ich weiß nicht mehr genau, wie ich das gemacht hatte. Oh! Zu weit gelaufen! Nochmal! Those boys had a reputation as stone cold killers. So the marshals took every precaution, knowing they wouldn't go easy. An adversary that day who had no fear and offered them no quarter. Hoppala. Das ist einer von uns. You went in there alone to confront those criminals. Ah, stimmt. Jetzt kommt die Leiter. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Wo willst du hin? Bist du verrückt? He saw a way to get around to the back of the bank. Na gut, schauen wir mal. He figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. Wie werden die Bank kommen? Hier nicht. From above. Fortunately, a water tower was right there. Nehmen wir doch mal die Leiter hier. Überrasche die Daltons. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. Also hier rauf. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. Da soll ich rüber? Wow. Okay. So, das war einer von uns. Hopp. We've got company. Heroic men like him did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Jim Bowie, Davy Crockett, died defending the Alamo. Is that Silas Greaves? Ja genau, Silas Greaves ist hier, also nehmt euch den Arsch. Nehmt mir vor, die Flinte läuft jetzt tot. Get out here! I'm gonna kill you dead! Tja, mein Freund. Könnte ich die Tür auftreten? Ist hier noch was? Safe. Na schön. Over there! Ausgewichen. That's Silas Greaves. What the hell? Recht, du hast. Blam! Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. Nehmen wir uns mal die anderen Pistolen hier. Okay, da muss ich dann gleich raus. Hier geht's nicht raus. Okay. Munition haben wir genug. Und dann, Freunde, im nächsten Part werden wir hier die Tür aufbrechen. Also, ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Macht's gut und ciao.